Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, zu einer neuen Aufnahme von City Skylines heute am Samstag oder Sonnabend, besser gesagt, 26.03.23:33 Uhr. Morgen wäre es schon 0:33 Uhr, also übermorgen dann, weil die Sommerzeit anfängt. Und eins kann ich mit Sicherheit sagen, dieses Let's Play geht nicht, oder diese Aufnahme geht nicht bis 2:30 Uhr heute Nacht, weil es diese Uhrzeit nämlich gar nicht gibt heute. So, es hat ein paar Änderungen gegeben, ein Update 1.4 und da schauen wir mal. Irgendwie ist die Steuerung auch schon ein bisschen anders hier. Aber jetzt gucken wir uns das mal an. Machen wir mal hier einmal Stopp. So, Stopp. Was hat es denn da neu gegeben? Irgendwie haben sie auch neue Sachen verteilt. Ah, hier, da ist zum Beispiel Landschaftsbau. Ach, da sieht man auch schön die unterirdischen Straßen. So, da können wir jetzt, genauso wie wir das Gelände wechseln. Na gut. Annehmen und senken. Ah, das können wir genauso wahrscheinlich machen wie im... das kostet ja Geld. Sehe ich gerade. 12 Kajumpen, 80 pro Kubikzelle. Ah, wie groß ist eine Kubikzelle? Ist ja nicht so groß, ne? Das sind ja, glaube ich, dann diese... Wenn man das mal guckt hier. So ist eine Zelle und dann das Ganze in Kubik. Das heißt, geht... Das ist aber ziemlich teuer wahrscheinlich. Okay, macht ja nichts. Aber man sieht sogar Höhenlinien hier. Wow, super. So, Höhenlinien. Na, sollen das doch wohl sein, oder? Da müssten also hier hinten eine ganze Menge Höhenlinien sein. Gucken wir mal. Ja, hier kann man vor Höhenlinien gar nichts mehr sehen. So, das ist also alles... Ja, das ist also schon mal sehr schön. Sieht aus wie eine topografische Karte. So, da haben wir also Verfügbarkeit der Erde. Ach so, wir haben auch noch einen gewissen Vorrat. Nur, also wir werden das mal mit einer gewissen Vorsicht genießen hier, das Ganze. So, dann machen wir das mal da weg. Was haben wir denn hier? Ach, hier sind die Wege jetzt drin. Okay. Die Bäume auch. Ah, da muss man sich denn umstellen. Die sind also hier im Landschaftsbau. Was haben wir hier denn Schönes? Felsen. Uff. Findling. Na, da werden sich aber manche Leute freuen. Wie toll sie hier denn neu dekorieren können. Mit Findlingen. Und mal gucken, wie sieht denn sowas aus hier. Wenn man so ein Findling da hinsetzt. Ich glaube, das kann man dann erst am Tage richtig erkennen. Okay, wunderbar. So. Ja, mit der rechten Maustaste halten kann man das auch drehen. Sehr schön, man muss es nicht an eine Straße anschließen. Natürlich nicht, ist ja irgendwie klar. So, was haben wir da noch? Hühngräber oder sowas. Stonehenge. Ah, wunderbar. So, was haben wir hier? Hier haben wir Kanäle. Hochwassermauer. Was ist das? Ein Kai. Hochwassermauer. Hui. Die ist aber echt hoch. Ja, das ist schon so manchmal. So, was ist das? Ein Kanal. Können wir Flachkanäle nicht ausreichen. Was ist das? Ein flacher Kanal. Muss man den ans Meer anschließen oder was? Mal gucken. Irgendwie wäre das ja logisch. Irgendwie bringt das aber nichts, oder? Naja, da muss ich nochmal, da muss man hier einfach... Ach, man kann es wie eine Straße bauen. So, das gucken wir uns mal gleich.
dann in Natura an, was wir hier gerade gemacht haben. Jedenfalls sollte jetzt das Wasser da reinschwappen irgendwie, aber man sieht das ja noch nicht. Wir sehen das dann erst am Tage. Kann man den Kanal verbessern, ist also wie so eine Straße. Sehr schön. So, was haben wir denn dann hier bei Parks und Plätzen, wenn wir da keine Wege mehr haben? Wir haben also die Bäume und Wege nicht mehr da, alles klar. Park einmal 4. Hier ist unsere Industrial Parking Area. Wir haben die Public Viewing Area. Was ist das? Der Beach. Okay, das, was wir uns runtergeladen haben. Was ist hier? Platz mit Picknicktischen. Was haben wir hier? Hier haben wir Tennisplatz. Mehr nicht. Was ist denn das überhaupt? Andere Parks. Und hier haben wir dann ein Angelsteg. Ah ja, das war dann das Zeugs. Was ist denn das noch? Skateboardpark. Okay, sieht jetzt alles ein bisschen anders aus. Man kann an den Kanal nichts hinbauen. Okay, der ist also belegt. Müsste man eine Brücke dann drüber machen oder sowas. So, was haben wir dann als weitere interessante neue Sachen hier? Hier ist also alles gleich geblieben, soweit wie ich das hier sehe. Was ist denn das? Ein Taxistand. Dazu muss ich erstmal ein Taxidepot haben. Das ist also alles gleich. Ist denn meine U-Bahn-Station da? Da ist meine Subway-Entrance. Genau, meine selbstgemachten Sachen sind da. Das ist schön. Kommt ja nichts weg hier. Was haben wir hier noch? Hier haben wir Schulen. Also jetzt muss ich mal gucken, es sollte auch irgendwas hier geändert worden sein. Da haben wir das London Eye. Tourismus und Freizeit. Das ist ein bombastischer Springbrunnen. Was ist denn das? Luxushotel. Sind das jetzt neue Sachen? Zoo? Kenne ich den schon? Oder ist der neu? Golfplatz? Casino? Ist das ein Golfplatz oder ein Minigolfplatz? Aber da muss ich 5000 Quadrate mit Tourismus-Spezialisierung bauen. Okay, alles klar. Und 5000 Quadrate mit Freizeitspezialisierung bauen, sonst komme ich da gar nicht dran. An das Casino und an das Luxushotel komme ich auch nicht dran. Hier muss ich einen Angelsteg bauen. Das geht ja wahrscheinlich relativ schnell. So, dann haben wir hier, das hatte ich ja schon. Was ist das? Kino. Okay, da sind also viele Sachen dabei, die wir schon haben. Das hier ist zum Beispiel das Kaufhaus. Ach, das ist ja mal auch ein anderes Kaufhaus, glaube ich, im europäischen Stil. Mhm. So, was haben wir hier noch? Hier haben wir ja unseren schönen Industriepark. Industriestatue, da fangen wir gleich mal heute mit an nachher. Oder gleich, ne? Was ist das? Das große, achso, das hatten wir ja schon mal gesehen. Genau, hier haben wir schon alles fertig gebaut. Das war der Turm der hohen Zinsen und so weiter. Expo Center, Entschuldigung. So, Aquarium, Servicebüro, Gebäude und Wissenschaftszentrum, Eros Center. Was haben wir hier noch? Modern Art Museum. Das kann dann auch das Modern Art Museum, das Theater der Wunder. Die können alle hier an die Hauptachse dran. Wo ist sie denn? Hier. Die können wir dann hier noch hinbauen an die monumentale Achse. Wo haben wir denn diese Kanäle jetzt eigentlich? Diese Kanäle, wo waren die denn? Die waren doch hier irgendwo. Ich hoffe, sie sind noch da. Da sind sie. Das sind also die Kanäle aus der einen Mod. Die sind also nicht verschwunden. Die werden ja auch ein bisschen anders gebaut. Die werden wie einzelne Gebäude gebaut, während die anderen Kanäle, die neuen, jetzt hier gebaut werden. Wie eine Straße. Die Sonne kommt gleich, dann lasse ich mal das ein bisschen durchlaufen. Gucke mal, ob es hier was Neues gibt. So, was haben wir denn hier? Geländehöhen. Ah ja, das ist neu. Neuer Button hier unten. So, warum kann ich den auch
ausschalten irgendwie ständig oder nicht. Ist ja auch egal. So, Stadtviertel. Jo. Das kennen wir ja alles schon, mehr oder weniger hier. Naturrohstoffe. Diese Bäume zählen als Naturrohstoff. Ist klar. Ja. Na. Das ist doch mal schön, dass wir hier auf dem Update auch mal wieder für umsonst haben. Und zwar richtig schön, sag ich mal so. Ups. Das hat er, glaube ich, abgespeichert, der Apparat. Jetzt gehe ich mal aus diesem Modus hier raus und gucke mir mal den Kanal an, den ich hier einfach so hingesetzt hatte. Wo war er denn? Wo war er denn? Da siehst du mal. Ich finde den nicht wieder. Hilfe. Ich dachte, ich hatte ihn hier hingesetzt. Aber, ach, hier ist er. Okay, gucken wir uns den mal an. Aus der Nähe. Tab. Oh, irgendwie funktioniert das Ding jetzt nicht. Irgendwie geht mein First-Person-Mode hier nicht. Oh, das ist natürlich schade. So, hier haben wir einen schönen Kanal. Der funktioniert natürlich bei so steilen Sachen nicht so gut. Was ist hier los? Feuer. Wo ist die Feuerwehr? Die ist schon da. Sehr schön. Haben die jetzt auch mehr Rauch spendiert hier, oder war das immer schon so? Jetzt muss ich mal sehen, ob zumindest die First Person View geht. Wenn ich hier in den Müllwagen einsteigen will. So, das geht. Okay, das geht. Press W to exit the first person mode. Irgendwie funktioniert da jetzt irgendwas nicht. Mal gucken. Ah, ich komme hier nicht mehr raus. Haha. Okay. Da ist jetzt irgendwas passiert mit diesem Mod. Ihr seht das selber. Ich muss jetzt mal irgendwie hier das Ganze stoppen. Also mein First-Person-Mod. Funktioniert irgendwie nicht. So, da müssen wir halt mal kurz abspeichern. Und dann werde ich hier mal kurz rausgehen und gleich wieder reinkommen. Ne? Und vielleicht vorher den First-Person-Mode deaktivieren. Bis gleich. So, da bin ich gleich wieder da. Jetzt lest euch mal den Text hier unten durch. Wettereffekte. Schwerer Nebel bedeutet, dass es nebliger als normal ist, was die Stromproduktion von Windturbinen beeinflusst. Was haben denn Windturbinen mit Nebel zu tun? Da sagt doch mein Hobby-Meteorologen-Herz gar nichts. Ich würde eher sagen, dass das was auf die Solaranlagen, dass sich das auf die Solaranlagen auswirkt. Und nicht auf die
Windturbinen, die hängen ja nur vom Wind ab. Also, das ist jetzt ein bisschen komisch. Na gut. So, jetzt haben wir den Mod ausgeschaltet, den First-Person-View-Mod. Und W ist auch sowieso eine ganz schlechte Tastatur. Da muss ich mal gucken, ob es ein Update gibt. So, was wollten wir machen? Wir wollten hier das Denkmal hinsetzen. Ihr wisst ja, dass in Koblenz, ich schmeiß mal den Kanal da weg hier. So. Wenn sie Kanäle kann abreißen, da kann Wasser freigesetzt werden. Ja, da kommt es hier zu einigen Irritationen. Man merkt das hier schon. Es kann Wellen geben und es verdunstet nach einiger Zeit. Okay. Also da muss man auch aufpassen. Da kann es also Wellen geben. Und wenn man ein ganzes Kanalsystem abreißt, dann kann es also sein, dass naheliegende Wohngebiete überschwemmt werden. Okay, das ist auch irgendwie logisch. Das ist ja wie... Da. Ihr wisst schon was. Also, dann machen wir hier mal einen schönen Park hin, sag ich mal, ne?